wir sind gerufen worden um 10 nach 6 zu einem Brandverdacht ursprünglich, so wie der Wortlaut bei uns heißt. Wie wir dann beim Vorplatz vorbeigefahren sind, haben wir schon dichte Rauchschwaden im Dachbereich oben gesehen, haben gleich gewusst, da ist ein massiver Dachbrand. Aufgrund von der Verrauchung haben wir dann gleich die Alarmstufe erhöht und sind dann mit einer kompletten Löschbereitschaft mit Unterstützung der FF Magdalena da im Einsatz gewesen. Es ist so gewesen, dass da Arbeiten im Dachbereich oben durchgeführt wurden, auch Flammarbeiten. Und da dürfte was passiert sein im Eckbereich, da sind Glutnester dann in Brand geraten. Und wir haben die Zwischendecken haben wir geöffnet, um die hartnäckigen Glutnester da ausfindig zu machen, endgültig abzulöschen. Einzelteile der Decke haben wir dann auch noch entfernt. Und jetzt sind wir gerade noch dabei, die restlichen Glutnester und die restlichen Verrauchungen da abzulöschen. Ja, was wäre wenn? Das sind nur Mutmaßungen natürlich. In dem Fall kann man sagen, dass der vorbeugende Brandschutz hervorragend funktioniert hat. Die Feuermauern, die links und rechts von den betroffenen Gebäuden da sind über Dach geführt. Also es hat super funktioniert. Der Brand wäre mit Sicherheit auf das eine Gebäude, also auf den Dachbereich dieses einen Gebäudes beschränkt gewesen.